Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Und in diesem Part werden wir mit Super Saiyan 2 Son Gohan die Cell Juniors platt machen, denn im letzten Part hat Cell versucht uns wütend zu machen und es ist ihm gelungen, indem er Cell Juniors auf unsere Freunde gehetzt hat. Das war ein sehr großer Fehler und dafür wird er jetzt bezahlen. Ja, meiner Stimme geht's wieder einigermaßen gut. Vielleicht hört man es noch ein bisschen, aber ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Also mir fällt das Sprechen noch relativ schwer auf der normalen Lautstärke, sag ich mal. Oh ja, damit kommst du nicht davon. Hä? Ah. Oh, Gohan ist so pissed. Oh mein Gott. Ja! Was ist denn los? Oh, Gohan ist so schnell. Was ist denn mit ihm? Yo! Er hat keine Chance und wir müssen ihn einfach besiegen. Ja! Ja! Spam! Okay, was ist dein... Ah, Masenko, okay. Das ist dein Oben-Move. Sehr gut. Bop! Ja, du hast keine Chance, Kollege. Was für Hochspannung denn, hä? Huh? Geh mir aus dem Licht. Tschüss. Wie gesagt, tschüss. Okay, Super Saiyan 2 Gohan spielt sich ultra geil. Weil er so schnell ist. Oh mein Gott. Sehr, sehr stark. So, wir haben die Cell Juniors freigeschaltet. Jetzt erst, nachdem wir 100 Cell Junior Kämpfe gemacht haben im letzten Part. Aber ich bin mal gespannt, was noch kommt in der Story. Jetzt kommt erstmal Cell. Na warte. Besiege den Gegner mit Super Kamehameha Super Finisher. Schade, Vater Sohn Kamehameha gibt's hier noch nicht. Naja, vielleicht in Budokai Tenkaichi 2. Mal sehen. Oh, die Mucke. Oh, ich liebe diese Musik. Okay. Hast du dich abreagiert? Du weißt, dass ich dich dominieren werde. Ich bin einfach stärker. Find dich damit ab. Hallo? Oh, oh, ups, ups. Ah, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ups. Ich wollte dich nicht schlagen. Also, jetzt will ich dich schlagen, aber eben wollte ich dich nicht greifen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht in den Arm nehmen. Aber vielleicht fehlt dir das ja mal. Ein bisschen in den Arm genommen zu werden. Dein Nachbildschlag war ja auch effektiv, ne? Zieh ihn bitte nicht einfach mal in die Stage rein, böllern. Das war fies. Aua. Jetzt fängt der Kiesbeam an oder was? Ich versuche dich hier ganz normal zu killen. Mit Skill. Kennst du nicht. So. Jetzt hör auf mit dem Kiesbeam. Oh. Hey, ich kann nicht... Ja. Destructure Disc, sei Dank. Ah. Ha! Das wusste ich. Und... Ciao! Nimm das. So. Und jetzt hat der Spaß auch ein Ende. So, tschüss. Mach's gut, Cell. War schön, dich gekannt zu haben. Ja! Oh. Ich bin doch schon damit durchgekommen. Du liegst doch schon tot am Boden. Super Saiyan 2 Son Gohan. Sehr, sehr strong. Nee, 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 nee. Oh, jetzt kommt Vegeta noch. Vegeta? Überlebe. Ja, gut, macht Sinn. Ah, okay, das war der erste Kampf von Gohan gegen Cell, wo Gohan wirklich OP war.
Dann hat Cell sich in die Luft gejagt, kam wieder zurück und hat als erste Amtshandlung einfach kurz mal Trunks neue Loch in die Brust gebohrt. Das hat er gerade mit uns auch versucht. Holy shit. Oh, Highspeed Sprint. Okay. Aua. Nix da. Oh Gott, tot. Nein! Oh mein Gott. Wer konnte denn damit rechnen? Kein Problem. Probieren wir direkt nochmal. Okay, Sir. Schon wieder? Nein. Okay. Wir hätten uns da weiter anschauen können, aber damit habe ich auch kein Problem. Ich kann das doch gar nicht gewinnen gegen die NPCs. Ich drehe schon wie ein Verrückter. Highspeed Sprint? Ja, klar. Was? Als ob er das Back-to-Back einsetzt. Also, das kam unerwartet. Ich probiere einfach irgendwie jetzt die Zeit zu stolen. Ich spamme einfach den Angriff 10-mal. Sollte was bringen. Sorry, Bro. Aber bleib bitte einfach weg. Nein! Der ist so mies. Dass jetzt noch ein Überlebekampf kommen muss. Okay, wer will wieder angreifen oder was? Hör einfach auf. Hallo? Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Einfach mal seitlich bewegen. Lass mich in Ruhe. Full Power finde ich nicht schön. Ja. Jawohl. Ich glaube, wir haben es. Er ist auch aus dem Supermodus raus. Oh mein Gott. Nee. Wir haben es geschafft. Ja. Easy win. First try. Ohne Probleme. Von Vegeta besiegt. Ja. Vom Vegeta besiegt. Mehr oder weniger. Super Vegeta! Haben wir jetzt freigeschaltet, sehr gut. Ni. Goran gegen Cell Finale! Okay, mit Super Kamehameha macht ja Sinn. Per Beam Clash. Okay, nein, das ist nicht machbar.
Oh, die Mucke. What's your problem, Freak Show? Have you finally lost your mind? Father died because of my arrogance. And now, I'm glad that I can finally avenge him. I wanted to be the one to take you down with my own two hands. There'll have to be bigger hands than that. I doubt things are going to turn out the way you hope they will. Ach ja, Sal? Das werden wir ja sehen. Ready, go! Ja, findest du nicht so gut, was ich mit dir mache, hä? Hat er sich echt geschützt damit. Aua. Ja klar, finisht er mich jetzt mal fast. Oh mein Gott. Ah. Ja klar. Wie soll ich denn da noch ausweichen? Ich bin gerade mit den Keyblasts am machen. Okay, der Cell ist absolut zu stark. Okay. Tun wir es ihm gleich. Wiki, Spam auch. Ready, go. Alter. Alter! Was ist dein Problem? Och man, was soll denn das? Ist das ein Training? Hier, das ist auch ein paar. Jetzt reicht's mir aber. Hör auf! Okay, stirb! Ja, klar! Er weicht ihm einfach aus. Wer kennt's nicht? Auch gut. Auch gut. Klar. Ich werde bisher so den Boden verstehen jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Ready, go. Oh! So, der versteht nur die Sprache hier. Oh! Alter! Was ist los mit dir, Mann? Mann, jetzt reicht's aber. So, nein. Hörst sofort auf damit. Nein, kein Keycharge für dich.
Oh wow, was ist denn jetzt los? Oh wow. Das trifft ihn und damit ist er tot. Easy win. Warum nicht gleich so? Also es gibt keine Zurücktransformation, deswegen ist er immer noch Super Saiyan 2 auf dem Boden. Ja, mit den Limitierungen, die sie hatten, sind sie schon gut umgegangen. Okay, wir haben wieder Side-Stories freigeschaltet. Endlich besiegten die Z-Kämpfer die ultimative Lebensform Cell. Doch Son Goku fällt im Kampf. Nach der neuerlichen Rettung der Erde herrscht wieder Friede. Vorübergehend. 7 Jahre werden vergehen, bis Majin Buu das Universum terrorisieren wird. Okay, Majin Buu Saga incoming. So, was kommt jetzt? Prozent, let's go. Zukunft Superkrieger. Ab in die Future! Nachdem er sich von Son Gohan und den anderen verabschiedet hat, kehrt Trunks in eine andere Zukunft zurück. Entschlossen nimmt Trunks als einsamer Superkrieger den Kampf gegen die Cyborgs auf, die im Geheimen Zelle entwickeln. Okay. Ja, jetzt kriegt Trunks seine Rache. Besiege den Gegner einer Zeit. Ja, das werden kleinere Kämpfe. Trunks ist nämlich jetzt so stark durch das Training mit Vegeta, dass er mit in den Boden wischt. You're going down, 18. I'll see to that personally. As long as you're going to be occupied with that, I hope you don't mind if I take the opportunity to kill you. Okay. Ja, es sollte absolut stärker sein. Kannst du bitte aufhören? Okay, okay, ja, ja. Also die, oh mein Gott, kassiert die. Willst du hin? Wir spielen doch gerade so schön. Brandattacke! Oh mein Gott, der Angriff war ja. Ja, der Angriff war so OP. Er war, hat einen kurzen Step in die Zeit in die Vergangenheit gemacht. Hat kurz eine Zeit vergangen, ja genau. Zeitreise und Vergangenheit fusioniert, wer kennt's nicht. So, wir haben Trunks freigeschaltet. Und dementsprechend wird jetzt aus der 17 eine reinkriegen. C18 besiegt, C17 besiegt. Also C17 kommt jetzt und danach Cell. Oh oh. Haha. Ich bin nicht mehr derselbe wie vorher. Vorher hätte mich der Angriff getroffen. Oh, bist du in der Ecke? Oh, ich helfe dir auf, komm. Alter. Mach ich dich etwa sauer? Kannst du bitte wieder in die Ecke gehen, da wo du hingehörst. Stirb. Tschüss. Haha. Nochmal reingehauen. What have you done? How can I lose to such a pathetic fighter? Ja, gut. Bisschen trainieren mit meinem Daddy, ne? Cyborg 17. Chi plus 2. Chi plus 3. Und damit
Sind wir beim letzten Kampf angekommen, Cell. Besiege den Gegner mit Finish Buster. Super Finisher, okay. Sollte sich einrichten lassen. You have gotten better, so I can see how you would believe that. Okay. Er hat mich kleiner. Ja gut, ich bin wirklich klein im Gegensatz zu ihm. So ist er jetzt, wird abgerechnet mit eben. Da habe ich wohl einen Hit mehr gelandet, ja? Tschüss. Hättest liegen bleiben sollen. Nächster ins Gesicht. So. Stopp, lass mich kurz laden. Das war ein Fehler. Du bist tot. Jawohl. Sehr gut. Er hat's geschafft. Cell ist besiegt. Super Saiyajin Trunks. Bewegtversion, Gesundheit, Geschwindigkeit. Okay, aber dahinter war noch was. Dank Trunks wurden die Cyborgs und Cell besiegt. In einer anderen Zukunft kehrt wieder Frieden ein. Dieser Frieden wird bestehen, solange Trunks in der Nähe ist. Schön. Das ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass das Ende ist, weil da waren noch zwei Kämpfe hinter. Ja. Was sind das für Kämpfe? Was? Besiege die Gegner, mach voll. Wir kämpfen gegen Gogeta. Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Kampf? Ah, okay. Easy. You've gotten strong, huh, Trunks? You've beaten me. What the hell? Goku? Wait, no way. If you had been serious, this whole planet would have been wiped out. You're so modest. You really... Aber das ist nicht Goku, das ist Gogeta. What the hell? Egal. Der ultimative Cyborg, okay. Ausrüstungsslots, Key. Schade, wir schalten nicht Gogeta frei, das wäre so geil. Achso, das war's, okay. Damit haben wir das und... Oh, Super Saiyajin. Broly! Broly, der stärkste aller Super Saiyajin, stellt sich den Z-Kämpfern in den Weg, als diese die Erde verteidigen. Broly ist überzeugt von seiner Macht. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Unhold zu besiegen? Naja, wir werden es jetzt rausfinden, ne? Besiegen den Gegner machtvoll, Alter. Der Kampf wird so ein Schwitzerkampf, ich schwör's euch. Weil es nur dieser eine Kampf ist. Er hat super Armor, oder? Er hat so hart super Armor. Ja, er hat super Armor. Nein!
Er scheint einigermaßen fair zu sein trotzdem. Also von Leben her und so. Und vom Schaden. Wir können ihn besiegen. Müssen eventuell nur ein bisschen sehr reinschwitzen. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Hilfe! Er hat mich fast, aber ich hab ihn fast. Nein! Nein! Bitte nicht! Oh mein Gott! Viel zu knapp. Oh. Oh mein Gott. Okay. Das war's sogar schon mit Broly. Broly, Objektfusion, Ki plus 2. Oh mein Gott. Mit vereinten Kräften zwingen die Z-Kämpfer Broly schließlich in die Knie. Nach einer brutalen Schlacht kehren die Z-Kämpfer zu ihrem Training zurück und schwören, die Erde zu verteidigen. Ja, gut. Auch Broly einfach mal kurz besiegt. Alter Schwede, ich habe echt gedacht, das war's. Oh, Glück gehabt. Ist ja nicht so, als ob Broly nochmal zurückkommen würde. Galaktische Krieger. Machen wir noch. Und dann fangen wir im nächsten Part mit der Buu-Saga an. Bojack, der von Meister Kaio eingesperrte galaktische Tyrann, kehrt zurück, um die Erde zu erobern. Um die Erde gegen den kaltblütigen, grausamen Bojack zu verteidigen, rüsten sich die Z-Kämpfer erneut. Ja. Auch wieder nur ein Kampf? Oh, angenehm. Mit Super Saiyan 2. Oh, ich muss ihn aber mit Super Kamehameha besiegen, okay. Das könnte sich schwerer gestalten, als ich dachte. My father saved me. Goku hat dafür gegen die Regeln einfach drauf geschissen und hat sich zu Bojack teleportiert aus dem Jenseits, hat ihm einer mitgegeben und Gohan gerettet und jetzt rastet Gohan komplett aus. Ja, natürlich sollst du die Erde beschützen, Gohan. Wer denn sonst? Achtung. Hallo? Ich kann mich nicht wehren. I'm just a child. Hä? Aua. Masenko! Ne, verdammt viel Leben. Masenko! Hallo! Oh. Nimm das! Ja! Super Kamehameha! Okay, er lebt. Hör auf! Das Schutzschild hat ihm nicht geholfen. Jetzt kann ich ihn besiegen. Zumindest in der Theorie, aber ich lasse dich nicht finale Formen kommen. Stirb! Ja, wir haben es wieder geschafft. Und schon wieder fertig, der Junge. Sollst du doch nicht immer so verausgaben. Gohan, you did fine. Hast du fein gemacht. Sehr gut.
Galaktische Krieger, Objektfusion, Abwehr und Gesundheit. Ja, moin. Schließlich zwingen die Z-Kämpfer den mächtigen Bojack mit ihren unerbittlichen Angriffen in die Knie. Wieder leben die Z-Kämpfer in Frieden. Wer weiß, wer wird ihr nächster Gegner sein? Majin Buu. Majin Buu wird mein neuer Gegner sein. Und damit würde ich auch sagen, das war's. Im nächsten Part geht's weiter mit der Majin Buu Saga. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Kampf von den Kämpfen hier euer Lieblingskampf war. Und damit würde ich sagen, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dann und ciao, euer Fire Alexa. Macht's gut.